Yays. Wow. Die Offenbarung, was soll denn die Offenbarung jetzt sein? What the fuck? Wer bist du denn? Hä? What? Hä? Ein Kleinling. Was zur Hölle? Mother Brain! Ah, natürlich. Okay. Moment, das ist die... Der ist wie der Pflanzenboss am Anfang. Okay. Okay. Why not? Natürlich. Den betäubten Gegner darf ich nicht berühren, weil sonst bin ich tot. Okay. Warum nicht? Na komm. Zumindest fair, dass ich kein Herz habe. Roms. So. Brüll. Ah. Lass den Blödsinn. So. Brüll. Okay. Aha. Ach so, jetzt kriege ich hier... Was? Nein. Kriege ich hier alle Bosse nochmal in mechanischer Form vorgesetzt? Okay. Na komm. Aber nur scheinbar die... Oh. Hoffentlich nicht diesen einen Typen nochmal. Okay. Nächstes. Kommt was zu... Achso, jetzt bin ich hier wieder. Okay. What? Er hat eine Glatze. Oh mein Gott, wie alle anderen auch. Hä? Was ist... Hä? What the f... Hä? Was zur Hölle? Okay. Was zur Hölle ist das jetzt? Was zum Teufel? Ah.
Was ist das? Er ist abgehauen. Mr. G, okay. Okay, das ist wie so ein Truhending. What? Moment, was muss ich tun? Mich hat das gerade irritiert, dass er oben war und ich nicht. Ach so, da hängt ein Ding und da muss ich dran und dann. Ja, da unten runter komme ich nicht weiter. Okay. Die Kreissäge habe ich nicht gesehen. Das wird spaßig. Ich hoffe mal, der Abstand ist nicht allzu lang. Aber die Nummer gerade hat gut. Zahle. So, jetzt auf die Kreissäge aufpassen. Ach, deswegen sehe ich die nicht, weil sie sich nicht bewegt, bevor ich da dran drauf komme. Okay. So. Aber was hat er jetzt mit der ganzen Sache zu tun? Ganz ehrlich. Am Anfang war es die Oma, die das Chaos irgendwie gebracht hat, irgendwie. Keine Ahnung. Versuche ich gerade wirklich Sinn in dieses Spiel zu interpretieren. Okay, das war voll daneben. Ja. Wow. Wow, einfach nur. Wow. Das ist Bullshit. Das ist Bullshit. Bullshit. Die Musik ist wirklich eher nervig auf Dauer. Sollte vielleicht episch wirken, aber für mich ist sie gerade sehr, sehr nervig. So, habe ich hier ein bisschen mehr Luft. Danke. Danke, danke, danke. Was? Und er ist weg. Ach, das ist das Luftschiff von vorhin. Natürlich. Der Typ sitzt wirklich auf dem Fahrrad. Mosquito. Okay. Na toll, jetzt kann ich. Jetzt taucht wahrscheinlich eine halbe Ewigkeit kein Herz mehr auf. Man kriegt am Anfang direkt zwei. Oder wo habe ich eben ein Herz? Ich habe eben irgendwo ein Herz herbekommen. Plötzlich. Okay. Ich kann die auch einfach saugen. Ist in Ordnung. Das wusste ich noch gar nicht, dass ich Gegner einsaugen kann. Bowling. Okay. Das ist sehr strange. Okay. So. Und so. Das Herz. Nein, 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 ihr nicht.
Autsch, nehme ich das neue? Sehr gut. Wahrscheinlich kein Safe Point. Natürlich nicht. Warum sollte man auch Safe Spots machen? Oder Safe Points? Ein Level. Lemon Origins. Wie kommt man dazu? Irgendwie habe ich den auch getroffen. Okay. Hier habe ich gerade kein Herz verloren. Warum ich das geschafft habe. So, kommt das Piratenschiff, da war wieder Dings. Ah, da. Okay. Ah, verdammt. So. Okay. So, das wäre aber mit mehreren Leuten wahrscheinlich auch viel einfacher. Aus dem einfachen Grunde, weil man viel mehr abschießen könnte. Okay. Musik ändert sich. Final Boss? Überhaupt Boss? Könnten bitte auch von Raketen von hinten zu kommen, danke. Verdammt. Ich wollte ihn button mashen. Vielleicht klappt das ja sogar. Vorher kam keine Bombe, ne? Ne, vorher kamen die Viecher. Das heißt, ich muss auch noch aufpassen, wie ich fliege. Ach so. Die kommen ja auch noch da raus. Hatte ich ganz vergessen. Ich eigentlich einen Laser hin. Ja, so fast. Ja, komm, macht euch gegenseitig kaputt. Dankeschön. Okay, das war schon mal gut. Schaden. Ich möchte was probieren, indem ich hier nämlich einsauge. Hey, der. Der Typ war schon mal platt. Okay, merken, die Bomben machen guten Schaden. So, ja, komm, mach euch gegenseitig erstmal wieder kaputt. Verdammt. Egal, hier unten kriege ich ein neues Herz. Der Treffer war gerade nicht nötig. Komm her. Ich habe gedacht, der spawnt ein wenig weiter vorne.
Okay, das muss ich auf jeden Fall ein bisschen zurechtschneiden. Ich bin jetzt fast eine Stunde nur dieses eine Level, glaube ich, am Aufnehmen. Was ein bisschen hart ist. Alle anderen Level waren so maximal 10 Minuten vor der Stunde lang. Okay, das war voll daneben. Okay. Au. Hey, ich hatte das Herz wieder. Fies. Das war schon ein bisschen sehr fies. Oder ich bin irgendwie eingequetscht worden zwischen zwei Raketen. Das kann natürlich auch möglich sein. Meine Herren. Schweres Level ist schwer. Das heißt schwer. Es ist nervig, weil es auch wieder nur auswendig lernen ist an sich. Unten wäre es relativ sicher gewesen. Hier sind nämlich nur diese dämlichen Minen. Die sind relativ ungefährlich. Hä? Wow. Mit den ganzen Raketen ist das ein bisschen voll. So ein bisschen. Meine Herren. Level ist auch nicht wieder so Safe Spot Suche. Der ploppt auch einfach nur auf. Was zur Hölle, wo kam... Ich hatte jetzt gerade ein wenig diese Rakete irritiert, die plötzlich von unten kam. Weil die Raketen ja durch die Dead Zone fliegen können. Oh, das war ganz okay. Natürlich. Geh weg. Warum haben die jetzt schon gefeuert? Ich muss uns Platz schaffen. Okay, in dem ganzen Chaos habe ich gerade nicht gesehen, was mich überhaupt getroffen hat. Da oben hängt einer. Was zur Hölle? Was zum... Teufel ist das? Hä? Was zur Hölle? Natürlich, wo kommen die anderen drei jetzt her? Aber das sieht mir schon dann nach Finale aus. Und wir sind wieder am Anfang. Alter!
Maze. Ach, das war der Typ, der die ganze Zeit die Dinger gesammelt. Oh. Jetzt verstehe ich das erst. Oh. Bullshit. Yay! Credits! Yay! What the fuck? What the fuck? Wow, es ist zu Ende! Oh nein, ich weiß, dass es noch ein Bonuslevel gibt und nein, das werde ich nicht machen. Nein! Projekt ist vorbei. Wunderbar. Game Design. Ihr habt alle einen an der Waffel. Ah. Morin. Heißt fast so wie mein Cousin mit Nachnamen. Hm? Egal. Meine Herren, ey. Wow. Eine Stunde. Eine Stunde. Wenn ich jetzt wirklich richtig im Kopf habe, dann habe ich eine Stunde für dieses fucking letzte Level gebraucht. Was irgendwie hart ist. Ich finde es irgendwie lustig, dass die Wolken sich hier so komisch bewegen. Ja. Kann ich eigentlich raus hier? Nein, kann ich nicht. Okay. Yes. Meine Herren. Ich weiß nicht, was soll ich zu dem Spiel sagen? Es ist schwer. Definitiv. Es ist sehr schwer. Ziemlich zum Auswendiglernen, ganzer Teil. Hat ein paar sehr, sehr, sehr beschissene Bosse. Ja, die letzten beiden Bosse fand ich nicht so toll. Also diesen komischen Drachen. Also einmal den Drachen im Eis, wo man im Magen von dem gekämpft hat, fand ich sehr unfair sogar. Und der Drache, der jetzt ganz zum Schluss kam, also der vorletzte Boss, den fand ich auch ein bisschen komisch. Ein bisschen mehr auch auswendig lernen, aber nicht ganz so unfair wie den anderen. Naja. Meine Herren. Wow, jetzt darf ich das letzte Level noch zusammen schnibbeln oder rausschneiden, Zeug. Das kann mir ja keinem antun. Wow, Shooter-Level-Design. Die Shooter-Level waren ganz gut. Auch wenn ich nicht so der Shooter-Typ bin. Heidaidaidaidaida. Meine Herren, ist das. Es ist ein Spiel. Wow, aber gut. Auch wenn ich irgendwie ein bisschen auf dem Schlauch stand mit dem komischen Typen, der da die ganze Zeit die Looms haben wollte. Das ist so bescheuert. So bescheuert. Vor allem der Tanz da mit dem Boss. Was heißt Boss? Mit dem komischen Typen, aber egal. Und das ist das. Ist das Unterwasser? Unterwassermusik. Das ist ganz cool. Meine Herren, aber trotzdem. Intro-Outro-Cinematik. Fünf Leute. Ja, okay, war ja jetzt nicht großartig was eigentlich. Aber trotzdem, was ist das mit dieser komischen Oma jetzt gewesen? Irgendwie. Ja. Hat sie die Welt von Rayman ins Chaos gestürzt, also die Traumwelt, und trotzdem nicht danach nochmal in Erscheinung getreten. Yays. Sound Team. What the fuck? Wo war die Musik? Die war, glaube ich. Wo war diese Musik? Die hatten wir, glaube ich, auch irgendwo. Das ist eventuell die Landmusik von vom Meer. Würde ich mal so schätzen. Ja, den Geräuschen nach, ja. Ei. Aber damit ist das Projekt endlich mal abgeschlossen. Ich glaube, das zieht sich jetzt auch schon ein bisschen sehr lange, weil ich ziemlich viele Unterbrechungen dazwischen hatte.
könnte an Pokémon gelegen haben. Ich weiß gar nicht mehr, was ich noch großartig sagen soll. Das ist schlimm, aber ich will die Credits auch nicht totschweigen. Yay, die Moskitomusik. Orchestras. Yay. Tester. Waren sehr gut. Und ziemlich abgehärtet, würde ich mal sagen. Was ich gerade sehe, Raymond. Wenn ich springe und dann runterdrücke, rollt sich Raymond so ab. Normalerweise steht er dann immer. Buff. Aber so rollt er sich ab. Das ist ganz cool. Nettes Detail. Dass er nicht plötzlich dann so sitzt, sondern sich so ein bisschen abrollt. Bombs. Meine Herren. Ich weiß nicht, was ich gerade zum Spiel sagen soll. Es ist anstrengend. Es ist sehr anstrengend und sehr... Geht sehr auf die Konzentration nach einer Zeit. Und das ist wieder so ein Spiel, was ich nicht zu 100% spielen werde. Yay! Aus dem einfachen Grund, weil ich keine Lust drauf habe. Weil das 100% wäre relativer Wahnsinn. Außer man ist wirklich sehr, 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 sehr gut in diesem Spiel, was ich nicht bin. Leider. Dafür bin ich in anderen Spielen gut. Zum Beispiel in Pokémon bin ich ziemlich gut. Eieieiei. So. Mein Gott. Sony George. Okay. Na komm. Auch wenn ich es schade finde, also in Nachfolge Rayman Legends werde ich wahrscheinlich nicht LP'en. Warum? Weiß ich nicht, weil ich... Oder irgendwann werde ich das vielleicht mal machen, aber aktuell habe ich da keine Lust drauf. Ich habe das Spiel auch nicht, von daher. Wobei, es soll etwas fairer sein, glaube ich. Und die Steuerung soll nochmal besser sein. Auch wenn ich Ubisoft dafür hasse, dass sie der Wii U damit einen ziemlich guten Exklusivtitel genommen haben, weil sie gedacht haben, also kalte Füße gekriegt, kurz vorher gesagt einfach, nicht zu Release und dann, ja, wir machen es doch für die anderen Konsolen. Super. Ein fertiges Spiel noch für andere Konsolen portieren. Yay. Lustig. Na komm. Brand Development. Ist das mal langsam Ende hier? Ich möchte wissen, ob da was kommt. Das ist übrigens toll, dass man ihn hier steuern kann, aber man kann halt nichts machen. Das ist in Super Mario, also in New Super Mario Bros. Teilen ein bisschen schöner gemacht, wenn man dazu in den Level, in den Ende der Level kann man sich zwar auch bewegen und dann kann man da Münzen einsammeln. Und dann halt noch gegeneinander Münzen sammeln, wenn man im Multiplayer gezockt hat. Aber hier ist das irgendwie sinnlos, dass man sich noch bewegen kann. Das macht keinen Sinn. Yay. Praise the credits. Oh yeah. Das ist aus der aus dem Feuergebiet. Spanish. Na komm. Ubisoft. Dance Rayman. Dance. Ich vergewalte gerade meinen Controller. Es ist so, als wenn ich Making a Rising spiele. Da muss man das auch machen. Mein Gott. Ai. Yay. Achso, das war es ja. Man muss ja nochmal im was ich auch sehr dumm finde, dass wenn man Springen gedrückt hält, dieser Sprung sich scheinbar doch nicht automatisch aktiviert. Man muss tatsächlich nochmal springen drücken, was sehr merkwürdig ist. Deswegen war ich auch etwas verwundert, weil ich dachte, das käme immer so. Thank you too. Special thanks. Danke. Na komm. Können wir das hinter uns bringen? Die Credits gehen jetzt schon fast 9 Minuten. Warum müssen Credits eigentlich immer so scheiße nochmal lang sein und so ewig langsam scrollen? Ich meine, ich kann es nicht beschleunigen. Ich habe Angst, Start zu drücken, weil abbrechen möchte ich die auch nicht.
Das lobe ich mir ja so an manchen anderen Spielen, zum Beispiel an StarCraft, also StarCraft 2. Da kann man einfach mal die Credits schneller laufen lassen. Yes. Auch wenn ich da von StarCraft, so von den zweiten, vom ersten Add-on, also von StarCraft 2, Heart of the Swan, ein bisschen enttäuscht war. Also ich fand es nicht so gut wie Wings of Liberty. Wings of Liberty ist ein richtig, richtig gutes Spiel. Vielleicht LP ich das auch irgendwann nochmal. Auch wenn so Strategie ist ja wirklich dann die Frage. Vor allem, wie spiele ich das dann? Mein Standard-Schwierigkeitsgrad ist schwer. Brutal mache ich nicht, weil mir das zu hart ist. Wie gesagt, ich möchte Spaß beim Spielen haben. Auch wenn ich den gerade eben nicht wirklich hatte bei dem Spiel. Ich bin ja zu stur, es einzusehen. Und diese Credits gehen jetzt fast 11 Minuten, oder? Ich weiß es nicht, ich habe jetzt so genau. Yay. Meine Herren. Ai. Sind die mal zu Ende? So lange ist aber sicher. Movie Edition. Story Expert. Sehr schön. Story, ja, tolle Story. Worldwide Studio Casual Games. Yay. Meine Herren. Na komm. Yay. Ei. Das ist auch komisch, wenn man schlägt, kann man schweben und beim zweiten Schlag fällt man wirklich abstrus schnell. La. Hallo, Credits? Ende auf Credits? Das ist ja fast so schlimm wie bei Sonic. Also Sonic Colors. Aber da wusste ich das. Da wusste ich das, die Credits. Ich glaube, die gehen nach fast 20 Minuten. Sonic Colors. Die Credits einfach nur so lang, wie ich für die ganze Welt einfach brauche. Das ist krank. Yay. Du. Auch wenn ich es interessant finde, das habe ich glaube ich schon mal irgendwo, wenn ich glaube bei Sonic Generations tatsächlich auch. Dass Sonic Colors der direkte, beziehungsweise Sonic Generations der direkte Nachfolger zu Sonic Colors ist. Wobei sehr wenig Leute Sonic Colors gespielt haben werden, weil. Obwohl, ja doch, die Wii hat doch, haben doch ziemlich viele Leute. Was ist ja Wii only. Genauso wie Sonic Lost Worlds Wii U only ist. Wobei ich gehört habe, das ist, also aus ziemlich verlässlicher Quelle. Hallo Daki. Dass es nicht ganz so toll sein soll, dass Colors wirklich um Längen besser sein soll. Und da das Colors sowieso mein Lieblings-Sonic ist, weil Sonic Unleashed ist ja so, yeah. Die Taco-Level sind da ganz schön. Aber die Nacht-Level sind zum Kotzen, deswegen spiele ich es auch ganz selten. Ich habe es bisher auch noch nicht durch. Yay, aber ich weiß nicht, wie man auf die Idee kam, Sonic in den Wer Igel zu verwandeln? Keine Ahnung. Das ist ziemlicher Bullshit, aber egal. Lalala. Sind wir jetzt mal langsam durch? Jump. Slide. Yes. Ich vergewaltige mir noch mal ein bisschen meinen Controller. Rayman ist auf Speed. Und er ist doppelt vorhanden. Ich glaube, damit kommt die PlayStation nicht ganz zurecht. Weil man sieht ihn doppelt.
Oh, schon wieder. Alter, die Musik ist jetzt einmal durch. Dann müsste aber langsam die Credits mal aufhören. Ich drücke jetzt einfach random irgendwelche Knöpfe. Was habe ich da gerade gemacht? Moment. Hä? Habe ich da gerade irgendwie was Komisches gemacht? Ich habe gerade irgendwie gefühlt, ich habe irgendeine komische Attacke gemacht. What the fuck? Wie geil ist das? Alter, was ist das denn für ein Angriff? What the fuck, dieser Salto, den man am Ende macht. Und dann Angriff drückt. What the fuck? Das hätte mir so viel weitergeholfen. So viele Sprünge wären einfacher gewesen. Einfach weil ich die Gegner direkt geplättet hätte. Alter! Wow, aber man rollt eine ganze Ecke weiter. Na komm. Na komm. Da. Okay. So, großes Ende. Kommt jetzt das Ende? Please. Gave mich der End. Na komm. Warum konnte man die eben nicht sammeln? The End. Wonderful. Okay. Kommt, glaube ich, nichts mehr. Schauen wir nicht. Kann ihn nicht sammeln. Ah. Zurück zu den schönen Träumen. Okay. Und kommt jetzt noch irgendwas? Yay, yay. Episch. Ich würde mal sagen, ich bin Zaug. Das war's mit Let's Play Rayman Origins. Projekt ist abgeschlossen. Ich werde die Zähne nicht sammeln. Ich werde auch nicht das Bonuslevel zeigen, weil mir das einfach zu stressig ist. Und ich aktuell auch keine Zeit mehr habe und auch mal andere Projekte wieder starten will, also neue Projekte. Also, ich würde mal sagen, ich bin Zaug. Bis zum nächsten Mal bei einem neuen Let's Play Projekt. Bis dahin. Ciao, Leute.